Aufgepasst, geneigte Jazz-Zigarettenkonsumenten und Konsumentinnen. Es gibt ein neues Anti-Legalisierungsgutachten, in Auftrag gegeben von der christlich-sozialen Union. Und nein, ihr habt euch nicht dumm gekifft. Schon vor einem guten halben Jahr hat die CSU schon mal mehrere Gutachten präsentiert und erklärt, warum Karl Lauterbach seine Legalisierungspläne in der Pfeife rauchen kann. Und jetzt haben sie nachgelegt. Auf 56 Seiten erklärt der Juraprof Bernhard Wegener, warum das mit der Legalisierung kaum möglich ist. Und außerdem, das mit den Kiffgrasplänen der Ampel ist sowieso eine Riesenverschwörung. Und deshalb verarscht Karl Lauterbach euch. Ja, der Beef zwischen CSU und Lauterbach wird immer aufgeheizter. Aber Kräuter Kalle wehrt sich. Beim Alkohol geht es runter, Cannabis geht hoch, auch in Bayern. Und Bayern jetzt? Wird immer mehr Cannabis verwendet. Somit ist es nicht so, wir führen nicht in Bayern den Cannabis ein, sondern sie kriegen ihn nicht in den Griff. Was in dem neuen Gutachten drinsteht, was vor allem nicht drinsteht und welche Taktik Lauterbach jetzt verfolgt, damit ihr trotzdem bald Spaß zigarettieren könnt, jetzt. Dankeschön, wir sind die Union. Wenn ihr Gutachtenwünsche habt, ruft sie einfach. Macht dasselbe Gutachten nochmal. Okay, dasselbe Gutachten nochmal. Hallo, ich bin Markus und ich bin heute hier, weil echt viel möglich ist, wenn man einfach anfängt, mit einer Betriebsratsgründung zu drohen. Die CSU fährt ja schon lange ihre Anti-Legalisierungskampagne. Auf dem CDU-Parteitag hat Söder die Union ja bekanntermaßen drauf eingeschworen. Wir müssen uns mit allem, was wir haben, gegen die Freigabe von Drogen wehren, liebe Freunde. Das ist ein Unterschied von uns zu den anderen. Seitdem schießt die CSU ständig gegen Cannabis, teilweise mit ziemlich absurden Theorien. Und deshalb verarscht Karl Lauterbach euch. Ich bin Stefan Pilsinger, Hausarzt und Gesundheitspolitiker der CSU im Deutschen Bundestag. Karl Lauterbach hat ja eine Cannabis-Legalisierung angekündigt. Und was ist bisher passiert? Nichts. Gar nichts. Ein Beat so tight wie eine Bügelfalte. CSU-Pilsinger weiß auch, warum nichts passiert ist. Ich glaube ja, Karl Lauterbach fährt die Legalisierung bewusst gegen die Wand, damit er dann sagen kann, ich habe hier alles gemacht, ich bin hier unschuldig. Und am Ende seid ihr verarscht und kriegt keine Cannabis-Legalisierung wie in Kalifornien oder in Kanada. Diese Lauterbach-Verschwörung hin oder her. Die CSU sagt jedenfalls, eine Legalisierung ist juristisch gar nicht möglich. Um das zu prüfen, haben sie ein Gutachten von einem unabhängigen Juraprof erstellen lassen. Der kommt zum Ergebnis, dass eine Legalisierung gegen geltendes Recht verstößt. Dass Urheber und Ergebnis der Studie da im Zusammenhang stehen, wäre allerdings eine böse Unterstellung. Auch wenn es nicht die erste Studie wäre mit verdächtig gefälligen Ergebnissen. So wie beim neuen Gutachten vom Krümelmonster. 3 Tonnen Kekse pro Tag sind gesund. Oder das VW-Gutachten, das zeigt Dieselmotoren gut für Eisbären. Und natürlich, Markus Müller deckt auf. Markus Müller viel besser als Philipp Hollulis. Vor allem beim Rodeln. Und falls ihr euch jetzt fragt, wer bei der CSU dauernd das gleiche Gutachten beantragt, ja richtig, auch er hier. Ich bin Stefan Pilsinger. Tja, und wer soll es ihm auch vorwerfen? Die Gutachten haben schon für viel Aufsehen gesorgt. Einschlägige Medien haben damals ausführlich darüber berichtet. Okay, aber auch richtige Sendungen im TV und sogar Zeitungen. Deswegen hier nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Und deshalb ist die Sache so schwierig. Denn es gibt 2 internationale Hürden. Erstmal das internationale Völkerrecht mit der UN-Drogenkonvention. Da kann man es machen wie Bolivien. Erstmal austreten, dann Coca-Blätter legalisieren und dann mit einer Ausnahme wieder eintreten. Oder wie Kanada, auf die Vereinbarung pfeifen und ein bisschen kiffen. Das richtige Problem ist die EU, weil da ist Cannabis prinzipiell verboten. Und bei Rechtsverstößen gibt es da einen Gerichtshof, der auch wirklich unangenehm werden kann. Zum Beispiel, als mal Andi Scheuer die PKW-Maut blockiert hat. Aber das kann die CSU ja nicht wirklich als Beispiel bringen. Und stellt endlich mal diesen scheiß Skype-Klingelton aus. Aber nicht nur Cannabis wird zurzeit heiß diskutiert. Abonnieren ist da, Gesundheitsbegifter Karl Lauterbach, doch gerne mal gesehen. Aber nur, wenn das der Valolis ist. Den hab ich abonniert, den bete ich an. Das mit den rechtlichen Schwierigkeiten wissen also eigentlich alle schon lange. Lauterbach arbeitet seit einer Weile daran, genau dieses EU-Recht-Problem zu lösen. Und er hat auch einen Ansatz, die sogenannte Interpretationslösung. Bedeutet,
dass die Bundesregierung die bestehenden Verträge so interpretiert, dass deren Ziel der größtmögliche Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie der Gesundheit der BürgerInnen sei. Und da die bisherige Verbotspolitik diese Ziele über Jahrzehnte nicht erreichen konnte, sei ein neuer Ansatz nötig. Der Autor des neuen Gutachtens, Professor Wegener, glaubt aber nicht, dass das rechtlich klappt. Und er zieht einen Vergleich mit anderen EU-Staaten. Der wesentliche qualitative Unterschied ist der, dass die Bundesregierung ja nicht nur eine Entkriminalisierung der Konsumenten vorhat, sondern dass sie auch ein Angebot, ein Drogenangebot machen will. Ja, also das Wort Drogenangebot, das klingt auch echt schlimm. Da stelle ich mir sowas vor. Heroin, frisches Heroin, komm ran. Packst ein bisschen Koks dazu und Kiffgras für den Zähne. Ich lege Papa noch für die Kleine oben drauf. Aber hundertprozentig ausschließen kann Professor Wegener den Erfolg auch nicht. Es weiß halt keiner genau, wie die EU auf die deutschen Argumente reagiert. Und lustigerweise gibt es auch noch ein anderes neues Gutachten, das zu einem anderen Ergebnis kommt. Da steht, der Lauterbach-Plan könnte klappen, wenn der deutsche Staat aufrichtig davon überzeugt ist und überzeugend argumentiert, dass er über dieses System die individuelle und öffentliche Gesundheit, die Sicherheit der Öffentlichkeit und oder die Verhinderung von Gewaltverbrechen wirksamer umsetzen kann. Also sagen diese Gutachter genau das, was Lauterbach hören will. Gutachten und Gegengutachten, Gegengutachten 2. Wenigstens läuft das privat nicht so. Du bist dran mit Spülmaschine ausräumen. Nee, geht nicht. Mein Gutachter sagt da was anderes. Meine Klientin ist 19 cm größer als die Gegenpartei. Ein wiederholter Bückvorgang, welcher 100 Grad Hüftbeugewinkel überschreitet, wäre lebensgefährlich. Mhm. Was ist denn das für ein strohdummes Gutachten? Weil... Sie ist ein faules Stück Scheiße. Da steht alles hier drin. Das müssen wir uns nicht bieten lassen. Deine Mutter hat dich nie geliebt. Ja, wirklich schlauer sind wir alle erst, wenn die EU sich mal zu den Plänen äußert und wenn es tatsächlich mal konkrete Pläne gibt, nämlich einen Gesetzesentwurf. Der soll aber bald kommen. Aus diesem Grund wird die Bundesregierung nun auch am Ende des ersten Quartals ein erstes Gesetzespaket vorstellen. Also, noch diesen Monat. Markus, was meinst du? Uff, weiß nicht. Die Leute schalten doch eh ab, sobald sie mich sehen, weil sie das Videoende dann schon riechen können. Das ist sehr, sehr schade. Tja, und ihr da draußen, was glaubt ihr kommt zuerst? CSU-Gutachten Nummer 3 oder die Legalisierung? Und sonst, verbringt ihr das Wochenende schön nüchtern oder werdet ihr euch ein Drogenangebot machen? Abos legalisieren mit einem Druck hier drauf. Und hier könnt ihr direkt auf dem Kanal viele andere weitere tolle Videos anschauen. Darunter seht ihr aus dem Funknetzwerk Drogensüchtige erzählen ehrlich unser Leben mit Crystal Meth, Speed und Cannabis.